Gegen ein mutmaßliches Mitglied der Extremisten-Miliz Islamischer Staat ist in Karlsruhe Haftbefehl erlassen worden. Dies teilte die Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 29-jährige Deutsche war am Vortag festgenommen worden. Das BAW soll mit einem Kraftfahrzeug einen Anschlag auf die Stände rund um die Eisfläche am Karlsruher Schlossplatz erwogen haben. Zudem soll er den IS unterstützt und sich der Gruppe angeschlossen haben. Die Menschen in Karlsruhe wollten sich die Vorfreude auf die Festtage dennoch nicht nehmen lassen. Wir machen ganz zuversichtlich weiter und ich denke, dass die Karlsruher Freude hier hin und Spaß hin und es wird eine wunderschöne Veranstaltung. Man denkt immer, das betrifft immer die anderen, ja, die großen Städte, ne? Aber gleichzeitig denke ich, man kann sich auch nirgends mehr sicher fühlen. Ne? Aber ja, so ist es und man muss weiterleben und muss sein Ding machen. Ich finde, man sollte nicht so besorgt sein und jetzt nicht mehr rausgehen oder sowas, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch dazu kommt, ist sehr gering und für sowas dann den Spaß zu verlieren, finde ich nicht gut. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind schon länger in Alarmbereitschaft, weil IS-Kämpfer nach den Niederlagen in Syrien und im Irak in den Westen zurückkehren und dort Anschläge begehen könnten.